Und da größeres Dorf. Guten Abend, Herr. Also, wie sagt man so schön, die ersten zwei Quartale stehen ja vor dem Dom. Wir fahren gerade hier auf der Domauer lang. Und an der vierten Bushaltestelle ging es hier wieder nach unten. Das war mal der Grundriss gewesen. Vor uns nun diese beiden Gebäude gerne nicht mit zur Kaiserpfalz. Das sind neuzeitige Gebäude. Hier befand sich früher der Bundesgrenzschutz. Heute sind diese Gebäude leer. Also die Stadt beabsichtigt, diese Gebäude zu verkaufen. Auf der linken Seite hier diese beiden Gebäude gehören mit zur Kaiserpfalz. Heute befindet sich da drinnen ein Amtsgericht. Und auf der linken Seite hier sehen Sie nun ein Ehrenmal für die Spätheimkehrer des Zweiten Weltkrieges gewidmet worden. Also für die Leute, die nach 1945 nach Hause gekommen sind, speziell über Friedland. Deswegen die große Freiheitsglocke von Friedland hier in Goslar. Die ist vor 25 Jahren. Und vor uns hier sehen Sie nun das Kirchenschiff in der Kaiserpfalz. Gleichzeitig befindet sich die Gruft mit dem Herzen von Heinrich III. Heinrich III. Hatte sich sehr engagiert für den Erhalt der Kaiserpfalz eingesetzt und verschiedene Baumaßnahmen durchgelassen. Somit sagte er selbst, sein Herz steckt in Goslar. Hier oben bei den Fenstern befand sich früher der Sommersaal der Kaiserpfalz. Wenn oben Gericht abgehalten wurde, konnte das Volk die Olden suchen. Heute befindet sich da oben drin Wandmalerei, darunter befindet sich eine Ausstellung und vor uns sehen Sie den Eingangsbereich der Kaiserpfalz. Sie können die Kaiserpfalz noch besichtigen, voraussichtlich die circa 16. Auf der rechten Seite sehen Sie nun Wilhelm den Ersten. Auf der linken Seite sehen Sie Barbarossa. Barbarossa stammt aus dem Kiewonser Kreis und ist hier wieder auferstanden, nachdem Bismarck das Kaiserreich zusammengefügt hat. So steht es in der Sage.